Also ich sehe da jetzt schon mal einen klaren Wandel. Das kristallisiert sich gerade so raus. Zuerst hat Kerrigan, als wirkliche Kerrigan, nicht als Königin der Klingen, ja gesagt, falls sie stirbt, dann stirbt der Schwarm mit ihr. Das ist aber schon wieder über den Haufen geworfen. Ich meine, es geht jetzt um was Größeres. Es geht jetzt darum, Ammon zu töten. Aber jetzt ist es halt ein Planwechsel zu, wenn sie stirbt, machen die Zerg weiter. Die Frage ist, was würden die Zerg machen, nachdem Ammon besiegt ist? Weil dann hat Zagara die Macht und sie ist noch eine Vollzerg. Sie gehorcht ja nur, weil sie unter Kerrigan jetzt steht. Ansonsten würde sie, denke ich, wieder normal gegen Terraner kämpfen. Ja, Isha. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Stukow, der alte Russe. Hier stehst du nun vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Das waren noch Zeiten. Ich werde gerade echt nostalgisch, wenn ich so dran zurückdenke, wie wir mit Arcturus Missionen gemacht haben in StarCraft 1. Da war Arcturus gar nicht mal so ein Arschloch, wie es jetzt ist. Mengst Palast. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengst. Sein Palast sieht aus wie ein Protoss-Nexus. Zagara. Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Ihr könnt mich jetzt für einen kranken Spinner halten, aber Zagara hat völlig recht. Im Schwarm besteht eine Einheit. Zwar nicht so eine wie bei den Protoss. Ich denke mal, mit der ganzen Story werden wir uns viel mehr beschäftigen, wenn Legacy of the Void draußen ist. Aber innerhalb der Protoss gibt es halt die Kala. Und die Kala ist quasi ein großes Kollektivbewusstsein. DHK. Aber nochmal, ich glaube, ich war noch nicht ganz fertig. Sowas haben die Terraner halt nicht. Wir sind halt, also die Terraner in dem Spiel sind wie wir, jeder für sich irgendwo. DHK, jetzt aber. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von dem Urzerk. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerk haben diese Verbindung nicht. Die Urzerk brauchen sie nicht. Exakt. Ganz schnell, bevor ich es vergesse. Scheiß auf den Leviathan. Brutkapseln. Evolutionsgrube. Wir haben noch eine Mission vor uns und ich will mit Abe sprechen. Abe will aber nicht mit uns reden. Naja, Evolutionsmission. Ultraliskengattung bereit für Anpassung. Labor der Liga auf Kohal entdeckt. Nein. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. Also erstmal. Als ich das gerade gelesen habe, hat mein Herz schon Sprung gemacht. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich versuch's mal. Tereski oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Ding gab's schon in StarCraft 1. Gattung Toxilisk. Schwere Nahkampfeinheit setzt giftige Explosionen frei, die gegnerische Bodeneinheiten Schaden zufügen. Oder schwere Nahkampfeinheit hüllt sich bei ihrem Tod in ein Kokon ein und wird nach kurzer Zeit wiederbelebt. Das will ich haben. Mission starten.
Wo sind wir diesmal? Holy shit. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten. Aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk? Mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los. Kämpf dich zur Tür durch. Töte alles, was dir im Weg steht. Oh, shit, jetzt geht's los. Sicherheitsteam 4, was geht da drin vor? Vor allem, wir waren noch nicht mal hier und schaut mal, wie es hier aussieht. Das ist echt ein Dreckslabor. Ja, das ist leider nicht der upgradete Ultralisk, den wir haben mit den... Dort. Zerstöre den Generator und befreie die Ultralisken. Mit dem Upgrade. Aber immerhin. Wieso können die sich jetzt nicht losreißen? Wieso brauchen die einen kaputten Generator? Oh. Toxische Verbindung freigesetzt. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Gattung Toxilis. Ja, jetzt stinken setzt die. Giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Also, immun gegen Verlangsamung von Betäubung. Ach, nee, das ist nochmal, ich bin mit der Maus verrutscht. Giftige Wolke. In der Nähe befindliche gegnerische Bodeneinheiten erleiden 5 Schaden pro Sekunde. Ist nicht schlecht. Giftexplosion. Fügt allen in der Nähe befindlichen gegnerischen Bodeneinheiten augenblicklich 20 Schaden zu. Das ist nicht schlecht. Also, die upgegradeten Ultralisten scheinen großes Damage-Potenzial zu haben. Ich habe mir SMS bekommen, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Bringt die Situation wieder unter Kontrolle. Und zwar sofort! Wo? Tank diese Exemplare ein. Oder der Imperator macht euch einen Kopf kürzer! Ja, die ätzen einfach so weg. Ich find's herrlich. Das brennt! Und wie das brennt. Das soll brennen. Was macht ihr da? Schießt endlich! Oh shit. Mehr Ultralisken warten auf Befehle. Das Schöne ist, in diesem Mission kann man nicht sterben, von daher. Who gives a fuck? Aber jetzt will ich die anderen Modelle sehen. Ah, geht noch weiter? Oder sind sie jetzt entkommen? Die sind entkommen, okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Beschädigt. Versuchsobjekte befreit. Gehe zum sekundären Schlachtfeld über. Und wo ist das? Außenbereiche von Augustgrad. Militärkaserne. Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren. Diese Brücke wird von Ligatruppen bewacht. Rückt vor. Sichert den Zugang. Mehr Ultralisken, bitte. Oh, ich liebe die Dinger. Ultralisken! Feuert den Sprengkopf ab. Sofort! Sir, der ist noch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab. Sofort! Na, der hat irgendwie gar kein Damage gemacht. Und jetzt mutieren sie. Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Gattung Ultralisk. Toraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Nicht nachlassen. Wir greifen weiter an. Nicht schlecht. Okay, erstens sehen die schon mal cooler aus. Was sind das für hässliche Biester? Das ist die Evolution meiner Ultralisken. Ja, die hauen gut rein. Also die hauen genauso rein wie die anderen, aber... Vernichtet sie, ein für alle Mal. Dadurch, dass sie halt immer wieder aufstehen, sind die, denke ich, irgendwie...
vom Schadenspotenzial resistenter. Tod entsteht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Vor allem schnell. Er steht wieder auf! Das darf doch nicht wahr sein! Das ist eine berechtigte Reaktion, würde ich sagen. Oh, jetzt gehen die uns mit Atomraketen auf den Geist. Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf! Aua. Für den war die Ablenkzeit noch nicht abgelaufen, wie es scheint. Aber das macht nichts. Zusätzliche Ultralisken bereit. Oh mein Übergabe Gott. Jetzt. Ah, ist das schön. Vor allem muss ich mal auf die Energie von den Kokons achten. Also die sind auch nochmal für sich ziemlich resistent. Das heißt, mit denen in Zukunft werden wir jede Menge Spaß haben. Das ist quasi zwei Ultralisten zum Preis von einem, wenn nicht sogar mehr. Kommt immer darauf an, wie man die einsetzt. Ah, ist das schön. Echt dieses Gefühl. Nicht schlecht. Also die gefallen mir definitiv besser. Anlage zerstört. Waffenexperimente nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, das ist der Stinkelisk. Ergebnisse. Stößt eine giftige Wolke aus. Die gegnerischen Bodeneinheiten 5 Schaden pro Sekunde aus. Gift-Explosion. So laut hat es das Gefühl. Ich hoffe, man hört es. Gift-Explosion fügt allen Gegnern und Gebäuden 20 Schaden zu. Ablenkzeit Explosion 10 Sekunden. Ups. Verbindung der Liga. Interessant. Wissenschaftler wollten Schwarm ruhig stellen, erschufen unfreiwillig starke Gift. Tödlich vernichtet der Toxikus sprang dauerhaft mit Gift vereint. Stößt giftige Dämpfer aus, kann Toxin kanalisieren und kontrolliert durch Panzeröffnungen ausstoßen. Toraski, ich weiß echt nicht, ob es richtig ist, ich hoffe. Wird beim Sterben zu einem Kokon, wird nach kurzer Zeit als neuer Ultralisk wiedergeboren, hat die Zeit 60 Sekunden. Ich klicke immer aus Versehen. Ich will immer den Text markieren, ich weiß nicht wieso. Assimilation von infektiöser Komponente führte zur Entwicklung von Gattung Toraskin. Vorgang benötigt exorbitante Menge an Energie. Eins von Overmind bereitgestellt. Jetzt Verbindung zersetzt Gewebe, dadurch Energiegewinn. Im Todesfall von Toraskin zu Kokon wird im... Doch, warte. Im Todes... Doch, warte. So. Im Todesfall wird Toraskin zu Kokon. Ich habe das Wort überlesen. Verwendet Energie, um Gewebe wiederzubeleben. Extrem widerstandsfähig. Oh ja. Ich meine, das Ding steht wieder aus, nachdem es tot ist. Und die Marines kriegen es nicht down. Genial. Weiterentwickeln. Evolution abgeschlossen. Ist schon nicht schlecht. Ist schon gut. Ja, aber jetzt ist die rechte Seite nicht mehr grün in der Evolutionskammer. Wir hatten ja echt so ein klares, getrenntes, also wir hatten ja echt nach Farben sortiert da drin. Unabsichtlich, aber wir hatten sortiert. Egal, jetzt haben wir zwei Gründinge dabei, der Rest ist lila. Ist auch nicht schlecht. Zurück. So, aber damit sind wir mit der Mission durch und mit der Evolutionsmission. Wie es weitergeht, und es wird langsam brenzlig, seht ihr beim nächsten Mal.